März 2020, Bergamo. Hier zeigt sich, mit welcher Wucht das neuartige Coronavirus Europa erreicht. Mit Militärtransportern müssen die Leichen abgeholt werden. Es sind einfach zu viele. Die Bilder, die dabei entstehen, rütteln einen ganzen Kontinent wach. Die Pandemie ist da. In jenen Tagen waren wir nicht in der Lage, die Leichen der Verstorbenen einzuäschern. Deshalb wandten wir uns mit der Bitte um Hilfe an die Armee und sie half uns, die Leichen und die Särge der Verstorbenen in andere Städte zur Einäscherung zu bringen. So viele Menschen sterben in seiner Stadt. Der Bürgermeister denkt in diesen Tagen an einen regelrechten Kriegszustand. Offensichtlich ist der Feind jetzt ein anderer als der, der sich in den 40er Jahren mit Bomben, Razzien und Gewehren manifestierte. In unseren Fällen war es ein unsichtbarer, aber ebenso tödlicher Feind, der in der Provinz Bergamo mehr Menschen getötet hat, als im Zweiten Weltkrieg starben. An der Corona-Front kämpfen keine Soldaten, sondern Medizinerinnen und Mediziner. Wir konnten nicht schlafen, sogar nachts riefen uns viele Leute an. Vor allem diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren hatten und Angst hatten, weil sie mit dem Leichnam ein paar Tage zu Hause bleiben mussten, weil selbst die Bestattungsunternehmen nicht rechtzeitig kommen konnten. Diese Menschen hatten Angst, dass sie sich mit dem Virus angesteckt hatten und wussten nicht, was sie tun sollten. Heute, ein Jahr danach, ist die Stadt eine andere geworden. Es hat sicherlich jeden verändert. Diejenigen, die davon betroffen waren und diejenigen, die nicht betroffen waren. Die Menschen sind reizbarer geworden und verzweifelt. Sie wollen der Situation entkommen, aber leider geht das nicht. Wir müssen die Situation so akzeptieren, wie sie ist und uns so gut wie möglich anpassen. Wir sind uns bewusst, wie wertvoll jeder Tag ist. Wir wissen, dass wir die Zeit, die wir haben, nicht verschwenden dürfen. Diese Situation hat uns als Stadt vereint und ich hoffe, dass sie bald gelöst wird, denn wir sind müde.